Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, warum nicht? Heute gibt es eine coole Sache. Und zwar, ich habe mir überlegt, wir wiederbeleben ein Format von früher. Und zwar optische Illusionen. Wahrscheinlich wissen die wenigsten von euch, dass ich tatsächlich sehr viele Bücher bezüglich optischen Illusionen habe. Und zwar hier ganz viele. Und ich dachte mir, im Internet gibt es zwar einige optische Illusionen oder sehr viele, aber hier drin gibt es ganz, ganz viele, welche man noch überhaupt nicht kennt, welche man noch nie gesehen hat. Und deswegen werden wir uns heute zusammen anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es wird auf jeden Fall ziemlich witzig, glaube ich. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem kleinen Video und los geht's. Okay Leute, ich würde sagen, wir schauen einfach mal random in die Bücher rein. Wir beginnen mit diesem hier. Da steht schon drauf, optische Illusion, über 200 Rätsel, Täuschungen und Effekte. Das hört sich doch nach Spaß an. So, beginnen wir einfach mal. Wow. Ihr seht ja selber, wir haben hier ein Turmgelände. Aber hier ist die Frage, führen hier mehrere Wege nach oben? Und ich weiß es nicht. Hä, das ist ja voll krass. Okay, Moment. Wir haben hier... Hä? Irgendwie sind es anscheinend mehrere Wege nach oben, obwohl das ja eigentlich gar nicht möglich ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber irgendwie enden die auch nicht alle ganz oben, sondern manche hören irgendwie mittendrin auf. Okay, um ehrlich zu sein, das ist mir ein bisschen zu hoch. Wir beginnen einfach mal mit etwas, wo man nicht so nachdenken muss. Wow! Okay, ich muss ehrlich zugeben, das hat ewig gerade gebraucht, bis ich das verstanden habe. Passt auf, schaut euch mal das Bild an und schaut mal, was ihr daran seht. Und zwar entweder liegen die kleinen Kisten in der Ecke oder fehlt den großen Kisten dieselbe. Das bedeutet, ich habe gerade die ganze Zeit am Anfang, ich sage jetzt mal, große Kisten gesehen, wo eine kleine Kiste drin liegt. Also ganz oft hier im Bild. Ich hoffe mal, ihr seht das auch. Aber man kann auch, wenn man sich genau darauf konzentriert, oh Gott, wie soll man das sagen, große Kisten sehen, welche rauskommen und da fehlt eine Ecke nach innen. Ich mache da mal eins groß hier und ich hoffe mal, ihr erkennt das jetzt. Also entweder das ist eine große Kiste, also große Kisten mit einer kleinen Kiste innen drin, oder es ist eine ganz große Kiste, wo eine Ecke fehlt. Das ist gerade richtig krass, man muss sich da richtig drauf konzentrieren. Das ist jetzt eine richtig schwierige optische Illusion, oder finde ich zumindest. Komm, ha, wir machen jetzt wieder ein interaktives Video. Da oben könnt ihr einfach mal abstimmen und sagen, ob ihr hier beide Varianten seht oder ob ihr nur eins davon seht. Es ist blöd, ich kann es jetzt kaum erklären, weil ich... Ja, man muss es eben sehen, die zwei verschiedenen Varianten. Aber ich hoffe mal, der eine oder andere sieht das von euch auch. Wenn nicht, vielleicht kann es jemand von euch besser erklären in den Kommentaren. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll. Auf jeden Fall kann man da zwei Sachen sehen, was richtig krass ist. Okay, witzig, passt auf. Wir haben hier so ein Gitter mit so schwarzen kleinen Vierecken. Und wenn man hin und her schaut, immer von oben, unten, rechts, links und so weiter, dann sieht man tatsächlich, dass die Kreuzungen von den weißen Linien manchmal dunkler erscheinen. Ich zeige mal, wie es so aussehen sollte. Und zwar so, an der Stelle jetzt. Da sollten solche grauen Punkte jetzt erscheinen, zeige ich jetzt einfach mal. Ich mache den jetzt wieder weg. Und genau das sollte überall ganz kurz immer wieder erscheinen. Ich hoffe, das funktioniert bei euch, weil das ist richtig witzig, merke ich gerade. Und übrigens, ein bisschen Fachwissen. Diese Illusion heißt anscheinend Hermann-Gitter. Und hier ist das gleiche nochmal, nur mit einem anderen Muster. Vielleicht klappt das bei euch ja besser oder schlechter mal. Okay, jetzt kommen wir zur Kategorie unmögliche Objekte. Was bedeutet unmögliches Objekt? Ganz einfach, zum Beispiel dieses Dreieck hier. Ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Wenn nicht, dann schaut euch das Dreieck einfach mal an und dann werdet ihr merken, das Dreieck kann man niemals in echt nachbauen. Ja, so, dieses Dreieck ist eins von vielen unmöglichen Objekten und hier schauen wir uns einfach mal ein paar an. Okay, hier haben wir das gleiche Dreieck, nur noch verwinkelter. Da gibt es noch ein paar Streben, welche das Ganze noch unmöglicher machen. Ich finde, je länger man drauf guckt, desto verrückter wird es. Das bedeutet, wenn man kurz drauf schaut, dann denkt man halt so, okay, cool, ist halt verwinkelt. Aber wenn man dann eine Strebe verfolgt und dann denkt, hä, dann ist sein Gehirn komplett überfordert. Man weiß überhaupt nicht mehr, was jetzt real ist oder was unmöglich ist. Krass. Über diesem Bild steht als Titel, neulich auf dem Spielplatz. Und überlegt euch mal, das hier würdet ihr auf dem Spielplatz sehen. Das wäre richtig krass. Weil das ist ja überhaupt nicht möglich, wenn man mal überlegt. Weil die beiden Streben außen, die sind ja versetzt voneinander und... Hä? Was ich mich hierbei auch immer frage, ist,
wie zeichnet man das oder wie kommt man darauf? Weißt, man muss ja die Idee haben zu diesem Objekt, muss es dann irgendwie zeichnen und dann 3D animieren und so weiter, dass es realistisch aussieht, aber trotzdem unmöglich ist. Und das ist ja richtig krass, das selber zu designen, oder? Okay, hier haben wir noch ein paar unmögliche Objekte. Ich denke mal, die sprechen für sich. Ich denke mal, jeder von euch kann mal kurz Pause drücken, die sich anschauen, um zu sehen, was da wirklich unmöglich ist. Weil die scheinen ja oft am Anfang sehr normal. Genau, einfach ein paar, dann machen wir weiter. Also bei dem, da ist es doch so, wenn ihr euch das Bild anschaut, sieht es sehr echt aus. Also im Sinne von nicht, wie das gebaut ist, sondern dass das Bild einfach ein normales Foto ist und nicht irgendwie animiert oder so. Und da frage ich mich halt, wie machen die das? Weil das Animieren, habe ich ja gerade schon erklärt, ist ja schwer, denke ich, aber es ist möglich irgendwie. Aber das Objekt ist ja anscheinend fotografiert, das ist ja nicht animiert. Zumindest sieht es sehr, sehr echt aus. Und da frage ich mich, wie baut man sowas? Weil es ist ja unmöglich, wenn man jetzt mal anschaut, man kann das in echt ja nicht nachbauen. Also wie haben die das in echt nachgebaut? Also das ist echt krass, das verstehe ich selber nicht mehr. Nicht mal als Zauberer verstehe ich das. Ihr könnt ja mal genau bei dem Objekt jetzt mal kurz Pause drücken und in die Kommentare schreiben, ob ihr versteht, wie man das in echt baut. Ihr müsst es nicht erklären, ich glaube, das könnt ihr auch nicht. Aber schreibt einfach mal rein, ob ihr das genauso krass findet oder ob ihr sagt, hey, das ist ja halt irgendwie gebaut, das ist gar kein Problem. Das könnt ihr mal kurz in die Kommentare schreiben, weil ich will wissen, ob ihr auch so komplett beeindruckt seid von den Objekten oder ob ihr so sagt, hey, das ist gar nichts für mich, das ist halt cool, aber das baut man halt in echt nach, das geht so und so. Könnt ihr mal ganz kurz reinschreiben in die Kommentare, ich lese dann nachher mal durch und bin echt gespannt. Das Krasse ist, ich bin jetzt gerade mal bei dem ersten Buch nicht mal ansatzweise bei der Hälfte und wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Das bedeutet, wir können noch 10 Videos machen gefühlt. Falls ihr wollt, dass ich noch mehrere Videos mache zu den optischen Illusionen, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, denn tatsächlich sind wir schon langsam am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, ich habe das Format jetzt einfach neu belebt, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage zum nächsten Video. Schaut bei Zauberbox vorbei. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns die Tage zum nächsten Video. Peace, peace. Ciao.